Moin, Sons, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ich habe immer noch Begleitung. Woll. Genau, richtig. Immer noch nicht alleine. Und das wird jetzt sich auch erstmal nicht ändern, die nächsten paar Parts. Und wenn ihr ihn hasst, Yay! und wenn ihr ihn hasst und schwul findet, ja, dann tut's mir leid, weil ich habe nämlich ein Video gesehen, wo du als schwul beschimpft wurdest. Die hassen dich. Ich? Ja. Wer sagt das? Darf ich nicht sagen. Urheberrecht. Urheberrecht. Nee, aber fixierte Dicke kann nicht mehr eingesetzt werden. Warum nicht? Jetzt. AP der? So, hier, Kraftreserve. Pam! Sind bereits auf maximal. Weißt du, deswegen wäre ich auch gerne im Pflanzen-Pokémon, weil ich da einfach bloß Absorber einsetzen kann. Und da hier in diesem Spiel eigentlich recht wenig Wert auf, dass es nicht sehr effektiv und dass es sehr effektiv gelegt wird. Das ist praktisch eigentlich. Ja, du ziehst 24 mit einem Absorber ab, hallo? Hey, Pflanzen-Pokémon, Ja, okay, verfehl nochmal. Finde ich richtig nice. Triffst jetzt mal. das Oh, ist er der hat Nachteil, glaube getroffen. ich. Ja, und 28 mit einer Wasserattacke auf dem Pflanzen-Pokémon. Auch logisch. Okay, da oben haben wir die Treppe. Warte, ich wollte mal kurz Dingens hier angucken. Kraftreserve, Info. Fügt Gegnerschaden zu Typ und Stärke hängt sich nach der Art des Dungeons. Reichweite direkt Gegner. F2. Monsterraum. Nee, okay. Glück gehabt. Menki. Oh, hier haben wir Blanus. Monkey! Pam. Aua. Kraftreserve. Verfehlt. Sehr schön. So muss das. Einfach bloß mal verfehlen. Nochmal verfehlen, oder? Na, schade. Härtner. Warum guckst du jetzt Kale an? Kriegst einen Akkuknarre in die Fresse. Pam. Einfach Oh. nicht so heiß. Items, Top Elixier, Trinken. Ich weiß zwar nicht, wie weit der Dungeon geht. Wahrscheinlich ist er jetzt gleich in der nächsten Ebene vorbei, aber mir egal. Einerlei. Anwärtersuche, Blanas und Samurzel. Ein Blana-Ananas. Warte. Im Ble. Blasanas. Ein Bleanus. Oh mein Gott, ein Menki. Ah, ich schaufel mich lieber. Pam! Ich hab gehört, ihr terrorisiert diesen Wald. Wie könnt ihr Schweine bloß? Items, Floragummi, werfen. Bam. Jetzt habe ich dem Floragummi zugeworfen. Einsatz. Also ist okay. Du hast Statusprüfer erlernt. Das ist gut oder schlecht? Als IQ-Fähigkeit. Bringt das was oder? Da wird bloß nachgeguckt, ob du schon von diesem Status, zum Beispiel Verfolgungsstatus, schon hast, damit du die Attacke nicht gleich nochmal einsetzt. Pam. Oh, okay. Nochmal ein Floragummi. Sehr schön. Scheint ja heute dein Glückstag zu sein. Du darfst intelligent werden. Halleluja! Lektaxo ist Gott. Werfen. Fab. Items. Floragummi Einsatz. Schmeckt. Steigt merklich. Perfekt. So, um 21 hat man angefangen. Das heißt, gegen 36 machen wir wieder Schluss. Jawohl. Jawohl, Ja. ja. Ah, schaufeln. Hui. Schaufler! Hoch, Geduld. runter! Pam. Da habe ich ihn weggefickt, die Eiche. Das ist irgendwie falsch. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich es dir gesagt. Ruckzuck und Schaufler. Oh, Kratzer ging daneben. Pam. Nochmal schaufeln. Ja. Ich spring einfach bloß hoch und gehe dann runter. Pam. Oh, eine Kastanie. Cool, ich habe eine Kastanie, die aussieht wie Sackbehaarung. Ah, geil. Oh. Ah, ich habe Angst, ich schaufel gleich nochmal. Total die Schauflerverschwendung. Zack. Wir müssen den Dungeon sowieso noch ein paar Mal machen, weil wir nämlich ganz, ganz viele Kastanien brauchen. So, jetzt sind wir auch schon hinten. Hey, was ist? Wir schlagen uns eigentlich nicht gerne, aber wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Und was uns richtig in Rage bringt, ist, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Wow! Dieser blöde Gesichtsausdruck. Oh, das macht mich echt fertig. Ich sehe rot. Menki, Schlägerei! La 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 la. Werfen. Bum bum bum. Wie viele Menki sind das? Drei. Oh, drei? Ja, so viele gleich.
Oh, die halten aber mehr aus als die anderen. Oh. Der erste ist tot. Boah, der zieht mir mit Kratzer 1 KP ab. Der ist echt ein bisschen zu hart für mich. Klatsch, Nummer 2 tot. Schaufeln. Und Schaufelkräfte an und Nummer 3 tot. Lol, das ist ja prima. Ja. Ah. Hier Gedankenübertragung und so, ne? Sie ist jetzt eigentlich immer noch grün? Jetzt ist gar nicht mehr. Oh doch, jetzt doch, da. Grün? Grün. Noch, genau. Grün. Jupp. Okay, lese. Grün. Moment, wenn das Ding jetzt weg ist, da. Wie versprochen, haben wir der Mankey-Bande gezeigt, dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Dass wir ihnen gezeigt haben, dass man es nicht so wild treiben darf. Das klingt überhaupt nicht zweideutig oder so. Überhaupt nicht. Vielen Dank euch allen, wirklich. Wohin genau? Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Eine Kastanie? Ja. Ja, das ist umwerfend. Eine geschälte Kastanie? Genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Wohin genau? Fällt euch ja früher. Deshalb können wir euch zur Belohnung nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, du Hurensohn! Das ist doch nicht in Ordnung so. Geschälte Kastanien sind eine Köstlichkeit. Ich finde sie großartig. Ein bisschen Geld wäre auch nett gewesen. Hey, ihr da! Ja, komm, so Cousins und hau die. Oh, ohne Scheiße, wirklich. Oh nein, die Mankey-Bande. Wohin genau? Oh Gott, der beste Kommentar. Wohin genau? Diese Mankey-Bande. Haben sie uns bis hierher verfolgt? Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mit uns legt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir Kleinholz aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Mankey, auf sie mit Gebrüll! Gott, ist die Basis hässlich! Ah, es ist so zerwählt in den Augen! Zurück in den Wald! Hey, Augenblick mal! Seht euch das an! Kaka-Kastanie! Kaka, mhm. Das ist eine geschälte Kastanie! Bitte? Ja, flüster. Was machen die da? Ich bin auch hier. Sieht aus, als würden sie über irgendwas diskutieren. Wollen genau! Was geht hier vor? Oh mein Gott! Ah, hört mal. Ihr habt da was wir haben wollen. Diese geschälte Kastanie da, können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Und geschälte Eicheln. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Könnt ihr nicht selbst Kastanien besorgen? Könnt ihr es euch nicht selbst besorgen, Mann? Ihr Schweine. Naja, Kastanien haben es doch immer so piesige Schalen, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, pieksen wir uns. Oh, und dann werden wir fuchsteufelswild. Deswegen fragen wir, ob wir die geschälte Kastanie gibt. Wir tun alles, was ihr wollt. Oh, alles, was ihr wollt? Was meinst du? Wenn wir Mankey-Bande unsere geschälte Kastanie geben? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee. Ach richtig, ja, du liest ja. Ups. Achso. Hört mal, Mankey. Findet ihr ein wenig körperliche... Oh Gott. Körperliche Arbeit. Immer war der Maso-Keller. Wie körperliche Arbeit? So was wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln, aber wir hassen Arbeit. Aber es ist ja für die geschälte Kastanie. In Ordnung. Hier ist dein Plan. Penis. Wollen eine beeindruckende Basis haben, um diese daher umbauen. Basis? Ja, richtig! Gut zugehört, du Affe. Unsere Retterteam-Basis. Hör zu, du Affe, ey! Wenn ihr uns beim Umbau hilft, geben wir euch geschenkte Kastanien. Kapisch? Hört sich an. Oh Gott. Okay, wir helfen! Schwör! Ihr werdet uns helfen, Ho! Ho! Ja, überlasst es uns! Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um, das wird nicht lange gefackelt oder geschwuchtelt. Im Gegenzug gibt uns die gestellte Kastanie. Ich auch, ich helfe auch mit! Ja, kannst du. Der kann ja seinen Faden gegen das Gebäude schießen. Ich spucke Seite, bitte, damit wir alles zusammenhalten können. Ja. Ich will auch helfen. Wohin genau?
hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschälte Kastanie geben konnten. Wohin genau? Schnüff. Ja, weil Schnüff sagt man ja auch, ne? Schnüff, ja, ich bin ja so beeindruckt. Schnüff. Ich stehe sogar Fuchs. Ja, ich danke euch allen. Voila. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Kann ich gut. Okay, packen wir's an. Oh. Ich finde eigentlich die Feuerbasis sieht recht nice aus, aber die Wasserbasis, na, mit dem Hydropikopf. Ich glaube, das kann man irgendwie anders umbauen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es ging. Hallo, Routine Wittler. Tine Wittler, auf geht's. Hast du eine fette Frau? Hallo! Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr von meiner Basis. Ja. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Team Hydros von Detaxo. Einige Tage später. Hydros? Eine Frage, warum hast du dich die Pilobären genannt? Ich war ja nur. Ich glaube, so viel Platz gab's gar nicht. Oh. Nee, ich finde das eigentlich scheiße, dass es dann zu einem Hypertropikopf wird. Das wäre irgendwie geil, wenn da irgendwie... Ach, egal. Es wäre aber schön, wenn man es noch anders umbauen könnte. So, jetzt darfst du reden. Wahnsinn, ich kann's nicht glauben. Es geht ja schon mit unserer Basis voran. Es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Genau. Wohin genau? Oh, wohin genau? Jetzt mal. Wir stehen in eurer Schuld. Moment mal, gar nicht. Wohin genau? Ey, ich schieße es gleich ab. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wohin genau? Das stimmt. Aber wir sind fast am Ziel, oder, Mankey-Bande? Punkt, Punkt, Punkt. Wie bitte? Boah, das gibt gerade übelst die Verzögerung, ey. Ja, da drüben. Im Busch. Jetzt ratzen die da eine Runde. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Ey, ihr vollen Säcke. Keine Lust mehr. Was? Bitte? Das ist zu langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. Ein paar geschälte Kastanien können jetzt nicht schaden. Ey, was soll das heißen? Was snobbisch du? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Gleich ein Arschtritt. Ich sag's, wir haben ein Problem. Ich dachte, die Mankey-Bande arbeitet erst weiter, wenn wir ihnen eine Kastanie geben. Haben sie es gerade gesagt. Wir müssen der Mankey-Bande jede geschälte Kastanie geben, die wir finden können. Einen ich glaube, sie arbeiten erst dann weiter, wenn wir ihre Bedingungen erfüllen, habe ich so irgendwie im Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber... Gute Auffassungsgabe. Boah, bist du schnell heute. Oh ja. Boah, sieht die Basis geil aus. Hat sich voll nicht verändert. Ey, kann ich doch nicht schwimmen oder was? Das wär's doch. Guten Morgen, die Taxo! Fap. Mir ein Ei gelegt. Komm nicht zurück. Okay, so. Lesen. Die Vorteile der Attacken. Wenn du eine... Wann habe ich gesagt, machen wir Schluss? Gegen 36, genau. Ja, genau. Wenn du eine Attacke gegen einen Gegner verwendest, erhältst du mehr EP-Punkte. Denn eine Attacke braucht nur einmal gegen den Gegner verwendet zu werden, dann kann er mit regulären Angriffen besiegt werden. Attacken verursachen auch häufiger Volltreffer, aber nicht übertreiben. Wunderfeld normalisiert werde, wenn dein Angriff durch einen gegnerischen Heuler reduziert wurde. Ja, das weiß ich schon alles. Danke, dass es mir jetzt endlich mal geliefert wird, ne? Ich dachte, ist hier nur halb vorbei, das Projekt. Doch, kommen Sie jetzt zu früh mit an. Hey, habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie, wir wollen eine geschälte. Los, gib sie her. Hergeben. Ja, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulpätze, packen wir es an. Hacken, hacken. Hackenkreuz. Fappen, fappen. Was steht ihr da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir tragen das Baumaterial her. Bla. Und so... Motiviert durch eine weitere geschädigte Kastanie setzt die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten an der Rettung-Teambasis fort. Bald waren die Renovierungsarbeiten an der Basis fest beendet. Boah. Wieder kein Bock. Boah, epic. Boah, hier hat sich so viel verändert. Ja, die Fahne, glaube ich, oder? Wow. Scheiße. Wie lange haben wir gewartet? Da hat sich gar nichts getan. Habe ich jetzt noch eine Karte? Noch eine Analtanie oder so. Analtanie. Und nochmal ein Tumultwald. Wir müssen uns Kastanien holen. Aber hier geht's dann erst im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute. Adio. Tschüss.